Hallo, diesmal möchte ich mit euch über einen anderen Aspekt der Eigenversorgung sprechen, nämlich Eigenversorgung mit Energie. Denn eigentlich ist mein Grundstück gar nicht so geschickt. Ja, also diese Anlage schaut Richtung Südost und wenn die Sonne tief steht, wird sie von meinem Haus beschattet. Das heißt also im Winter relativ geringe Erträge. Die hier. Südwest, kriegt frühestens ab 11 Uhr Licht. So, und das ist die Anlage über meiner Terrasse. Auch die ist nach Südost ausgerichtet. Man kriegt auch viel Schatten ab. Nämlich dann, wenn die Sonne tief steht. Genauso wie die andere, weil hier ist halt das Nachbarhaus was beschattet. Ja, natürlich könnte ich jetzt sagen, oh, alles scheiße. Die Anlagen kriegen Schatten, sie sind nicht perfekt ausgerichtet und so weiter. Ja, aber ich kriege im Jahr trotzdem um die 7000 Kilowattstunden zusammen. Das ist nicht wenig. Ja. Also wenn man Flächen hat, dann lohnt sich das trotzdem. Klar gehen mir wahrscheinlich 2000 verloren. Außerdem gäbe es noch die Möglichkeit, wer jetzt nur einen Balkon hat, sich da einfach so ein Balkonkraftwerk zu installieren, was dann in die Haussteckdose eingesteckt wird, also wo man gar nicht so viel Technik drumherum braucht, was alles kleiner ist. Aber letztendlich lohnt sich's. Wir haben uns jetzt auch noch ein E-Auto geholt, weil wir keinen Stromspeicher haben, so dass wir das Auto jetzt eigentlich mit Überschussstrom, den wir billig verramschen würden, betreiben, selten anderen Strom brauchen. Ja. Und ansonsten sind wir bei einem Ökostromanbieter. Wir haben Naturstrom gewählt, da hat uns das Paket am besten gefallen. Interessant sind sicherlich auch Greenpeace Energy oder die Elektrizitätswerke Schönau. Wenn ihr Ökostrom holt, ist das sicherlich gut, weil ihr dafür sorgt, dass hier einfach die Energiewende vorangetrieben wird. Aber passt auf, was für einen Anbieter ihr nehmt, weil wenn ihr jetzt von einem großen Stromanbieter, der einfach Kohle, Gas und Atom hat und eben auch ein bisschen Solarenergie und ihr holt dann von dem den Strom, dann verkauft er euch halt den Strom, den er aus seinen Solaranlagen macht, aber es passiert halt nicht unbedingt ein Zubau. Und das ist ja wichtig, es soll ja ein Zubau gehen und die von mir genannten, und da gibt es sicherlich noch einige andere, gibt auch Bürgerkraftwerke und ähnliches, die haben halt nur Ökostrom im Angebot. Bei Naturstrom zum Beispiel gibt es einen sogenannten Fördercent. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich es genannt habe. Aber im Endeffekt zahlt man halt 1 Cent pro Kilowattstunde, um Neuanlagen zu bauen. Und das fand ich eigentlich gut. Da zahle ich den Cent auch gerne. Ja, wie macht ihr das mit eurer Energieversorgung? Windrad wäre natürlich auch schön, fällt mir da ein. Würde ich gerne eins hier aufstellen, aber diese Kleinwindkraftanlagen, das wäre eigentlich mehr ein Schauobjekt und jetzt nichts, wo man richtig Strom ernten würde. Die dürfen ja nur 10 Meter hoch sein und ich habe nicht den Eindruck, dass hier bei uns in 10 Meter Höhe so viel Wind geht, dass die dauernd laufen würde. Man könnte das natürlich untersuchen lassen, aber ich denke, dass wird einfach ein Traum bleiben oder wenn ich mal viel zu viel Geld habe, eine Spielerei. Ja. Okay, habt ihr bei euch auch schon bei der Stromversorgung was gemacht? Würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Macht's gut. Ciao, ciao.